Hey und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Review und zwar zum Lenovo Legion 5 Pro. Das ist ein Gaming-Laptop. Das Teil wurde mir von Intel für dieses Review zur Verfügung gestellt und auch initiiert und so weiter und so fort. Das wollte ich euch nur wissen lassen. Natürlich, wenn ich irgendwas finde, was ich doof finde, dann sage ich das selbstverständlich auch, nur weil das irgendwie gesponsert ist, ne? Ist klar. Ja, das ist ein Laptop. Wir schauen uns das Teil eben schnell an. Okay, kommen wir einmal zu den Spezifikationen meines Testmusters hier. Verbaut ist ein Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR5 Arbeitsspeicher, 2 1TB SSDs im RAID, also 2TB nutzbarer Speicher, ja. Der RTX 3060 von Nvidia. Als Display haben wir hier ein 16 Zoll Panel mit WQXGA Auflösung, also 2560x1600. Das ist ein IPS Panel mit bis zu 240 Hertz. Das ist jetzt übrigens der Laptop mit dem besten Display, den ich jemals hier hatte. Wir haben da auch Farbprofile, die jetzt mit dabei sind. Also ein IPS-Panel ist ordentlich hell, würde ich jetzt mal behaupten. Als Akku haben wir hier einen 4-Zellen-Akku mit 80 Wattstunden und vorinstalliert ist Windows 11 Home. Beleuchtete Tastatur haben wir hier noch, ein schönes großes Touchpad allerdings. Das habe ich schon ein bisschen benutzt und es ist nicht immer so ganz genau. Missfällt mir schon mal ein bisschen, aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Richtung Anschlüsse haben wir hier, oder ja, Anschlüssen und Schalter, haben wir einmal einen kombinierten Headset-Anschluss, einen extra Schalter für die Webcam, um sie auszuschalten. Die befindet sich da oben. Ich vermute mal, dass sich hier zwei Mikrofone befinden. Luftauslass, auf der Seite haben wir auch Luftauslass, USB-C mit Thunderbolt einmal und einmal normaler USB-C. Und hier auf der Rückseite, da wird es nochmal interessant, da sind nochmal ein paar mehr Ports. Einmal Ladeport mit einer Lade-LED, da habe ich mir gerade wehgetan. Nochmal ein paar Luftauslässe, ja, ist klar. Dazu dann zweimal USB 3.2 Gen 1, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. HDMI, USB mit Power Delivery und ein Gigabit Ethernet-Port. Ja, kann man mit arbeiten. Ich vermisse allerdings den SD-Karten-Slot. Das habe ich gestern direkt gemerkt. Ich wollte hier ein Video drauf schneiden. Dann, oh, kein SD-Karten-Slot. Ja, Mist, okay, dann kann ich das jetzt gerade leider nicht machen. Hier war übrigens noch so ein Zettelchen drauf, wo die Ports einmal alle beschrieben sind. Und weil wir ja einen Power Delivery Port auf der Rückseite haben, dürfen wir dich jetzt auch laden können, wenn du nicht ohnehin schon voll bist. Und wie voll bist du denn? Ja, 92%, das Teil wird auf jeden Fall geladen. Jetzt allerdings nicht ganz so schnell, weil du wahrscheinlich gleich schon voll bist. Ja, kann ich hier auch meine 5 Volt Powerbank anschließen oder 9 Volt? Also mit einer Powerbank meine ich natürlich das typische kleine Teil hier, aber du wirst es nicht hinkriegen, sehen wir auch gleich direkt. Aber ich glaube, du kannst 15 Watt oder sowas hier rüber schicken. Nee, das klappt nicht. Hätte ich aber auch nicht erwartet. Es gibt aber tatsächlich solche Teile, die dann auch eine höhere Leistung abdrücken können. Damit könnte man dich rein theoretisch unterwegs dann auch noch mal eben so ein Stückchen laden. Die Oberseite hier ist aus Aluminium. Bleibt auf jeden Fall sehr fest und stabil. Man kann das Teil aufklappen, ohne dass die Unterseite des Laptops hochklappt. Ja, und das Gehäuse ist auch komplett hier aus Aluminium. Also sehr, sehr schön verarbeitet eigentlich. Auch hier das Touchpad, das ist schön groß, ne? Irgendwie habe ich den Drang verspürt, das Teil einmal zu zerlegen und so geschah es. Und was mir als erstes aufgefallen ist, ich habe hier tatsächlich eine Abdeckklappe nur für den Arbeitsspeicher. Warum? Habe ich noch nie gesehen. Also vielleicht, dass man den Arbeitsspeicher von unten nicht sieht, weil der vielleicht hässlich aussehen könnte oder sowas. Und was ich auch nicht so lecker fand, ich habe alle Schrauben gelöst und das Teil hat sich dann hier vorne so ein bisschen abgelöst. Aber hier sind noch diese Teile drauf. Und da sind so ein paar Klammern dran. Die müssen auch gelöst werden. Das heißt, man muss hier in diesem Bereich ungefähr rein und die dann an beiden Seiten entfernen, damit man die Unterseite abnehmen kann. Man hätte eventuell auch was damit kaputt machen können. Hätte man besser designen können, sage ich dir ganz ehrlich. Bis ich meinen Laptop designe, dauert das noch ein bisschen. Hier sehen wir einmal den fetten Akku mit 80 Wattstunden. Dann zwei 1TB NVMe PCI Express Gen 4 SSDs. Das ist ein Modell von Samsung. MZVL21T00, wenn ich das richtig sehen kann. Auf dieser Seite ist das die identische Platte. Dann hier noch, wie immer, eine WLAN-Karte. Ja, Arbeitsspeicher 2x8 GB, zwei Lüfter und jeweils sind die SSDs noch einmal mit so einer Art Kühlkörper versehen. Hier kannst du dir auch nochmal die Ports so anschauen. Hier hinten haben sie beim USB-C Power Delivery Port den noch etwas verstärkt, so wie es aussieht. Aber hier an den Seiten haben sie es nicht gemacht. Lautsprecher sind wohl Stereo, nur die beiden hier unten. Für irgendeine Art Subwoofer wäre höchstwahrscheinlich gar kein Platz gewesen. Aber ich habe das auch erst ein oder zweimal gesehen, dass man sich noch gedacht hat, dass man da noch einen Subwoofer einbaut. Das waren aber ältere Laptops, da waren die noch ein bisschen fetter. Aber auf jeden Fall können sich die Lüfter hier so ein bisschen Luft ziehen. An den Seiten dort und dort kommt es wieder raus. Das sieht auf jeden Fall ordentlich aus.
Weil dieses Review eben von Intel initiiert wurde, gehe ich nochmal ein bisschen spezifisch auf die Neuerung der 12. Core-i-Generation ein. Wir haben P- und E-Cores, also Performance- und Effizienz-Cores. Das Ganze wird dann gesteuert vom Intel Thread Director. Der Performance-Core oder die Performance-Cores sind dazu da, halt Hauptaufgaben zu bewältigen, Spiele, irgendwas konvertieren, irgendwas berechnen oder sowas. Oder größere Sachen, sage ich jetzt mal. Und die E- bzw. E-Cores, Effizienz-Cores, Efficiency-Cores machen halt kleinere Sachen im Hintergrund, irgendwie Mails abrufen, Software-Updates und so weiter und so fort. Übrigens haben wir, glaube ich, 19% Leistungssteigerung im Vergleich zur 11. Generation. Ist ganz ordentlich, ja. Dann hatte ich ja gerade gesagt, DDR5 Arbeitsspeicher ist verbaut. Das Zeug ist dann erstmal in etwa doppelt so schnell wie DDR4, zumindest rein theopraktisch, ja. Energieeffizienter ist es auch und wir haben beispielsweise, das wusste ich auch vorher gar nicht, weil ich mich da gar nicht so großartig mit auseinandergesetzt habe, auf einem Arbeitsspeicherriegel zwei Speicherkanäle. Das heißt, wir haben zwei Riegel hier drin, also haben wir dann auch vier Speicherkanäle. PC Express Generation 5 haben wir ja hier auch, ist auch doppelt so schnell wie die letzte Generation, also Generation 4. Und im Desktop-Betrieb ist es dann auch möglich, neben den 16 Lanes für die Grafikeinheit dann auch noch zusätzlich 4 Lanes für die SSD zu haben, dass ich dann bei der Grafikkarte keine Lanes abgeben muss quasi. Könnt ihr mir folgen? Könnt ihr wirklich? Oder ja, nicht folgen, aber hier abonnieren. Ist doch dasselbe, oder? Was eine Überleitung. Und apropos Überleitung, Wi-Fi 6E-Möglichkeit haben wir hier auch. Ich habe hier leider keinen Wi-Fi 6 bzw. 6E-Router, dass ich das wirklich ausnutzen kann. Deswegen, vielleicht werde ich mir sowas irgendwann mal zulegen, aber jetzt noch nicht. Nächste Neuerung wäre Thunderbolt 4. Da können dann bis zu 40 Gigabit durchgeschoben werden. Mehrere Displays können wir anschließen, in 4K selbstverständlich. USB 4 Support haben wir. Eine externe Grafik oder externe Monitor können wir anschließen, hatte ich schon gesagt. Ja, und dann noch die Intel Xe Grafikeinheit. Da können wir 4x 4K Displays anschließen. Wir haben den AV1 Encoder integriert, HDR10, Dolby Vision und 12-Bit Farbsupport. Dann würde ich sagen, machen wir einmal weiter mit ein paar Benchmarks. Reine Benchmark-Werte habe ich schon gemacht. Ich werde auch noch ein paar Spiele testen bzw. testen lassen. Meine Freundin macht das für mich, weil, ne, haben wir im Video noch gar nicht gesehen. Ich habe nur eine Hand momentan und die andere, also ich kriege das irgendwie hin mit dem Controller, irgendwelche Funracer zu spielen, dann muss ich halt mit den beiden Seitentasten Gas geben und driften oder so. Aber ansonsten ist es mir irgendwie nicht möglich und auch die Reaktionszeit, ne, ihr wisst das, glaube ich, wenn mal irgendwas gebrochen ist, also machen wir damit weiter. Und dann einmal kurz zur Spieleperformance. Hier einmal zu sehen. Ich hoffe, man findet diesen Graphen nicht allzu hässlich. Ich habe da sehr lange dran gesessen. Hat auch erst gedacht, ja, soll ich jetzt in Full HD testen oder eben in der nativen Auflösung von 2650x1600 eben dieses 16:10 Seitenverhältnis des Displays und dachte dann, ja, wenn man sich den Laptop eh besorgt, dann natürlich auch in der höchstmöglichen Auflösung des Laptop-Bildschirms ohne DLSS, 100% Renderauflösung und High Preset ohne Änderung. Damit meine ich, ich habe das High Preset ausgewählt, dann einfach gespeichert und nichts daran verändert, ne, damit man das auch selber vielleicht zu Hause ausprobieren kann. Beziehungsweise damit man einen besseren Vergleich hat, damit man gucken kann zu Hause, okay, da habe ich 70 FPS, hier habe ich 107 FPS, ah okay, der ist dann so viel besser, das wäre es mir wert oder so ähnlich. Und dann hier noch ein paar Benchmark-Testergebnisse, Cinebench, 3D Mark, kennt man glaube ich wohl, auch zwei Spiele-Benchmarks. Ich habe die Benchmarks jeweils dreimal durchlaufen lassen, davon dann den Durchschnitt genommen. Genauso war es bei den Spielen auch gewesen und bei den Story-Spielen habe ich einfach dreimal 15 Minuten genommen, so ungefähr. Und wichtig anzumerken wäre noch, dass ich alle Tests im Power-Modus gemacht habe mit angeschlossenem Netzteil, komme ich glaube ich später noch zu. Da kommt wirklich auch die höchste Leistung bei rum. Ach ja, und hier ist auch nochmal ein Testergebnis der beiden SSDs, die ja im RAID-Modus laufen, nochmal ein Stück schneller. Dann noch ein paar Worte zur Tastatur und Touchpad. Ich finde, die Tastatur ist absolut in Ordnung. Also wenn man da mal versucht, irgendwie stark reinzudrücken oder so, da kann man erstmal nichts verbiegen. Das ist sehr gut. Auch das Schreibgefühl, sehr angenehm. Kannst du sehr gut mit tippen und auch spielen. Was ich aber nicht gut finde, wir haben dort die Enter-Taste und direkt darunter eine Shift-Taste. Und es ist mir mehrfach passiert, dass ich auf die Shift-Taste gehauen habe oder genau zwischen die beiden, weil ich das irgendwie voll gewohnt bin, dass genau dazwischen oder an der Shift-Taststelle sich die Enter-Taste befindet. Und weil ich das amerikanische Modell bekommen habe, wird bei euch nicht zutreffen, musste ich auch die Z- und Y-Taste einmal tauschen. Das kann man ganz gut machen. Ist eben eine ThinkPad-Tastatur. Da gibt es Ersatztasten wie Sand am Meer. Da müsste ich wahrscheinlich Ö, Ü und Ä noch einmal tauschen. Wahrscheinlich auch bei Nummern oben so ein bisschen was. Aber das braucht euch da erstmal nicht zu interessieren. Da ist eine Beleuchtung dabei. Ist ganz cool, aber irgendwie ist mir aufgefallen, dass dieser Beleuchtungseffekt, der geht so, weiß ich nicht, so unflüssig ineinander über. Also eigentlich so
So ist man das ja vielleicht gewöhnt hier von der LED-Lichtleiste da oben quasi, aber da verläuft die Farbe irgendwie so zick, 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 zick. Weiß ich nicht, das hat mich gestört, deswegen habe ich es ausgestellt. Ich packe da aber eigentlich, wenn es beleuchtet ist, eh immer nur eine Farbe dran. Weiß ich nicht, fand ich doof. Und dann zum Touchpad. Es ist tatsächlich manchmal so, ich swipe da so rum und dann vergisst er auf einmal, dass mein Finger drauf ist. Oder ich drehe den Finger so ein Stück irgendwie und dann bewegt sich die Maus einmal ein Stück weiter oder sehr viel weiter. Nicht so, wie ich das haben wollte irgendwie. Es ist da auch so, linke und rechte Maustaste werden dadurch aktiviert, dass man eben unten rechts oder unten links ins Touchpad reindrückt. Ich hätte das eigentlich lieber so gehabt, dass man ein ganz klassisches Touchpad hat mit Gesten, haben wir hier auch. Aber dann zusätzlich linke und rechte Maustaste als einzelne Knöpfe. Aber ansonsten hat es eigentlich funktioniert, ja. Also ist auch ein großes Touchpad, ja, aber das hat mich eben gestört. Um die Webcam zu testen, am besten mal hier. Wie Sie sehen, die Audioqualität ist sehr gut, vielleicht sogar Stereo. Na, müssen wir schauen, aber die Kameraqualität, ne, das hat schon Kartoffel-Style so irgendwie. Oh, jetzt ändert sich der Weißabgleich, obwohl sich hier an der Beleuchtung nichts verändert hat. Ich werde es mal unterlassen, das Licht auszustellen, das ist mein Studiolicht. Für mal eben in einem Stream oben rechts einbinden, sollte das wohl ausreichen, aber ansonsten würde ich es nicht empfehlen. Man könnte auch mal simulieren, kenne ich noch aus dem Homeschooling, dass manche Lehrer dann an ihrem Laptop gesessen haben und herumgetippt haben. Das hat sich immer sehr nervig angehört. Hört man die Lüfter jetzt gerade? Also ich weiß, dass die Lüfter an ist, aber sie sind nicht laut störend. Wir machen ja auch gerade gar nichts außer ein Video aufzeichnen. Und dann geht's weiter mit dem integrierten Lautsprecher und Kopfhörer. Da ist ja so eine Nahmic-Software dabei, irgendwie so eine Art Equalizer und verschiedene Soundprofile. Ich habe aber allerdings festgestellt, dass das Musik-Preset für fast alles gut funktioniert. Es gibt ein Film-Preset, aber da hört sich Musik zumindest über den Kopfhörer richtig grässlich an. Eigentlich lasse ich sowas immer deaktiviert und wenn ich dann doch mal was brauche, dann nehme ich einen Equalizer und nichts irgendwie vorgefertigtes oder mache mir selber Presets fertig. Aber naja, die integrierten Lautsprecher sind ganz in Ordnung für einen Laptop. Nicht zu billig, nicht zu leise, natürlich. Laptop-Lautsprecher, die sind nicht laut. Ist jetzt nicht so auf MacBook-Level, aber trotzdem so, dass man damit arbeiten kann und vielleicht auch mal ein, zwei Filmchen gucken kann. Der Kopfhörerport, das ist ja so ein Headset-Port, so ein kombiniertes Teil, wie beim Handy, wenn wir einen Kopfhörer- oder Headset-Anschluss hätten. Da habe ich dann mal einen Kopfhörer von mir angeschlossen. Wo ist er denn? Hier so ein Teil von Superlux, HD681B, hatte ich von einem Zuschauer mal zugeschickt bekommen. Und naja, wenn man hier was anschließt, muss da schon etwas mehr Power quasi dahinter sitzen. Aber ich finde, hiermit hört sich das ganz gut an. Da kannst du auf jeden Fall lange und auch relativ laut Musik mitgehört haben und mithören. Ja, damit bin ich zufrieden. Der nächste Punkt beschäftigt sich mit dem Akku. So eine Mischung aus Office und Leerlauf, also 720p Video laufen lassen, hier und da mal im Firefox irgendwas suchen, was runterladen, WLAN aus, Bluetooth allerdings eingeschaltet, hatte ich schon mittlere Displayhelligkeit gesagt. Im Energiesparmodus kommen wir da auf 2 Stunden und 33 Minuten. Das habe ich jetzt gemessen. Es gibt so ein Programm, ich glaube Batmon oder so heißt das, da zeichnet er dann mit dem Graphen die ganze Zeit auf, ja okay, so und so lange hat das eben gedauert. Ist für einen Gaming-Laptop wahrscheinlich in Ordnung, für einen Arbeitslaptop eher nicht so, aber das soll, glaube ich, eher so ein Hybrid sein. Und ich wollte es ja eigentlich in der Berufsschule verwenden. 2,5 Stunden ist nicht übermäßig viel, aber wenn ich das Ladegerät mitnehme, was aber ganz schön fett ist, kann ich das Teil von 7% auf 100% in 49 Minuten aufladen. Deswegen wird es mir da auch wohl möglich sein, wenn ich da mal keine Steckdose habe. Eine Steckdose wird ja in jedem Zimmer zugegen sein. Das Teil dann mal eben 20 Minuten anzuklemmen und dann wahrscheinlich 40% oder so drauf zu ballern auf den Akku. Das reicht auf jeden Fall aus. Also, ja gut, selber schuld, wer einen Gaming-Laptop mit zur Schule nimmt, um dann Sachen mitzuschreiben. Aber ich möchte mir keine Office-Möhre für die Schule kaufen. Nächsten Test, den ich unter den ähnlichen Bedingungen gemacht habe, nur mit WLAN an, allerdings dann unter hoher CPU-Auslastung, also kompletter CPU-Auslastung, ging dann 1 Stunde und 5, 6, 7 Minuten oder sowas. Habe ich auch mit dem Programm aufgezeichnet. Ich hoffe, der hat das gespeichert gerade eben, der Laptop ist nämlich dann ausgegangen. Ja, 1 Stunde, so ungefähr befinden wir uns da auch in dem Bereich, wenn wir ein Video schneiden wollen, in DaVinci Resolve beispielsweise. Das funktioniert nämlich schönerweise im automatischen Akkumodus.
während des Akkubetriebs ganz in Ordnung. Da kann ich dann ein Video schneiden, auch ein paar Effekte drüber packen. Das ist eigentlich genau das, was ich wollte, dass ich unterwegs mal eben an irgendwas weitermachen kann, ohne dass ich eine Steckdose brauche. Weil es aber eine Sache ist, die mich bei solchen Laptops schon länger stört, dass wir nicht die volle Leistung haben im Akku. Ich meine, klar, Gaming-Laptop-Akku, so große Akkus kannst du da auch nicht reinpacken. Ich habe aber trotzdem mal einen Vergleichstest gemacht, einmal mit MSI Combustor auf dem 1080p Preset. Und es gibt ja mehrere Power-Modi. Es gibt einmal, wenn wir am Netzteil sind, Power-, Auto- und Flüstermodus. Und wenn wir im Batteriemodus sind, Auto- und Stromsparmodus. So, ich hoffe, ich kann das am besten irgendwie mit einer Tabelle visualisieren, damit ihr mir folgen könnt. Im Power-Preset haben wir 2800 Punkte bei diesem Benchmark. Im Automodus haben wir 2500 Punkte und im Quiet-Modus haben wir 2300 Punkte mit dem Netzteil angeschlossen. Das sind dann um die 40 FPS, die dann die ganze Zeit angezeigt werden. Wenn ich jetzt aber das Netzteil abziehe und im Batteriemodus bin, haben wir im Automodus 1100 Punkte und im Flüstermodus 300 Punkte. Das sind dann im Automodus 19 FPS, also etwa die Hälfte der Leistung so ungefähr, und im Stromsparmodus 6 FPS. Weniger als ein Viertel, ein Fünftel oder so. Ja, ich habe das bei manchen Laptops schon sehr viel schlechter gesehen, aber das Wichtigste war mir eigentlich gewesen, dass ich unterwegs was schneiden kann, deswegen ging das ganz gut. Einen Cinebench-Test hatte ich, glaube ich, auch noch gemacht. Einmal im Batteriemodus Auto hatte ich, glaube ich, 9000 Punkte und angeschlossen im Netzteil hatte ich 1100 Punkte, also aufgerundet 1200 Punkte da. Da verschenkst du aber noch lange nicht so viel Leistung wie bei der Grafikkarte. Liegt wohl daran, CPU hat eine TDP von 45 Watt und die Grafikkarte hat, glaube ich, 80 Watt oder 75? Nee, ich glaube 80 Watt. Ist halt so bei dem Laptop, ist, glaube ich, noch zufriedenstellend. Wirklich super gut spielen im Akkubetrieb macht man, glaube ich, eh nicht. Es ist aber möglich, ja. Eine ganz coole Software ist auch Lenovo Vantage, da kann man sich so ein paar Infos zum System anzeigen lassen. Man kann die Grafikkarte übertakten. Also hier heißt es Wärmemodus, das sind aber eigentlich die Power-Modi, die kann man da auswählen, da wird noch ein bisschen mehr dazu erzählt. Man kann den GPU-Arbeitsmodus auswählen, das heißt, man kann hingehen und sagen, okay, ich hätte wirklich nur gerne die Nvidia-Grafikkarte, dass die aktiv ist. Schneller an kannst du hier auch einschalten, andere Dinger, RGB-Beleuchtung für die Tastatur kann eingestellt werden, man kann sich Infos zum Akku anzeigen lassen, zur Garantie, das ist eigentlich ganz cool. Was aber nicht ganz funktioniert, ist dieser Color Assistant, eigentlich ist das nur eine Möglichkeit, das Farbprofil auszuwählen. Diese Software öffnet sich bei mir beim 100. Drücken vielleicht mal, man kann das Farbprofil aber auch in den Windows-Anzeigeeinstellungen auswählen, von daher kein Problem, ich brauche es eigentlich nicht unbedingt. Da habe ich eine perfekte Überleitung zum Display. Das ist, würde ich sagen, das beste Display, was ich jemals hier gehabt habe. Irgendwie die Farben sind schön, das Teil kann schön hell werden, allerdings auch schön dunkel, wenn man jetzt mal einen Film gucken möchte am Bett oder sowas. Teilweise dunkler als mein Handy beispielsweise. Das können andere Laptops oder Displays bei mir schon mal nicht. 165 Hertz Panel haben wir da drin verbaut. Und ich dachte erst, das sollte ein 240 Hertz Panel sein, aber das würde auch keinen Sinn machen, hätte ich jetzt hier gesagt. Und das tut es tatsächlich auch gar nicht, weil viele Spiele dann tatsächlich irgendwo bei 160, 170 Hertz dann auch mal aufhören. Manche schaffen auch keine 100, aber ich finde 165 Hertz wurde hier ganz gut getroffen eigentlich. Und ich würde sagen, sowieso alles ist besser als 60 Hertz erstmal. Vor allem, wenn man sich schon so ein bisschen dran gewöhnt hat, dass man eben ein Display hat zu Hause oder ein Monitor, was dann auch ein bisschen mehr als 60 Hertz kann. Aber wie bei jedem Laptop haben wir ja auch ein Scharnier und man kann das Display nicht ganz so weit nach hinten biegen. Ne? Also es hätte ein bisschen mehr sein können, meiner Meinung nach, finde ich jetzt. Aber direkt hinterm Display befindet sich halt noch ein Stück Gehäuse vom Kühler hinten dran. Vielleicht geht es nicht anders. Es ist okay so, ja, aber ich möchte es auf jeden Fall angemerkt haben. Temperaturen unter Volllast habe ich dann 89 Grad bei der CPU und 72 Grad bei der Grafikkarte in MSI Combustor. Ja, das Ganze nach einer Viertelstunde so ungefähr. Das ändert sich nicht großartig und das Teil ist dementsprechend natürlich auch ein bisschen laut. Und ich habe mir dann parallel hier gerade so eine Auflöse-Brausetablette ins Wasser gepackt und habe dann gedacht, hä, warum hört denn das nicht auf, sich aufzulösen? Ja, genauso laut ist das ungefähr. Also da muss man sich dann teilweise schon Kopfhörer aufsetzen oder man sagt einfach, man nimmt den Flüsterleise-Modus oder den Automodus, dann ist das Teil natürlich nicht so laut. Und wenn wir jetzt ganz normal beim Spielen sind, hatte ich gerade mal geschaut, so 79, 78 Grad, vielleicht mal 80 Grad, dann wirklich bei beidem, also CPU und GPU, haben wir dann beim Spielen. Das ist für einen Laptop in Ordnung, natürlich nicht vorzuziehen, aber ja, es ist leider immer noch ein Laptop.
Was mir positiv aufgefallen ist, ich kann den Laptop in eine Ecke stellen für eine Woche, den danach wieder rausholen, einschalten und dann erstmal weitermachen. Ich habe eine ganze Menge Laptops, auch generell ältere, aber auch neuere, die dann gerne mal, wenn sie ganz normal heruntergefahren wurden, den Akku einfach leer ziehen. Und das liegt jetzt bei dem Laptop nicht daran, dass der Akku jetzt ein bisschen größer ist, mit, glaube ich, 80 oder 90 Wattstunden, hatte ich vorhin gesagt, sondern dass das Teil dann einfach keinen Strom mehr zieht. Ich habe hier einen Laptop, wenn der runtergefahren ist und nicht am Netzteil ist, ist das Teil in 2 Tagen leer. Bei dem ist es nicht so. Ist sehr gut, ja. Und zu guter Letzt dann noch das Betriebssystem. Da sind ja ein paar Sachen vorinstalliert gewesen, unter anderem auch Lenovo Vantage, hatte ich gerade gezeigt, ist sehr nützlich. Allerdings gab es für McAfee und hier und da immer noch so nervige Pop-ups, so von wegen, ja, registriere jetzt dein Gerät oder dein Schutz läuft bald ab und dies und jenes. Und das war so nervig, ne? Das kommt jedes Mal nach jedem Hochfahren. Man kann es deinstallieren, klar, aber ich finde, sowas muss doch nicht sein, weil, also meiner Meinung nach, als normaler Benutzer braucht man eigentlich kein Antivirenprogramm und erst recht kein Antivirenprogramm, was sich ständig irgendwie aufmüpfig zeigt, so von wegen, ah ja, hier, der Schutz läuft bald ab und so weiter und so fort. Ich meine, klar, da gibt es Provisionen dafür, die wollen Geld damit verdienen, aber was hat das auf den Gaming-Laptop zu tun, so zu suchen, irgendwie, weiß ich nicht, ist nervig. Kauft sich das jemand? Ich glaube nicht, also, na, ja. Alles in allem würde ich aber sagen, das ist ein sehr schöner Arbeitslaptop, nicht nur ein Arbeitslaptop, sondern auch ein Gaming-Laptop, der auch ein bisschen mehr kann. Kostet jetzt natürlich, weil es eben ThinkPad ist, ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal. Aber wenn man es tatsächlich das ist, was man mehr bezahlen muss, dass man eigentlich so relativ reibungslos damit arbeiten kann, auch jetzt im nur Akkumodus beispielsweise, ne, dann ist das in Ordnung. Was ich mir hier jetzt noch verbessernswert wünschen würde, dass wir auf jeden Fall eventuell noch einen zweiten HDMI-Port haben oder einen zweiten Mini-Display-Port, dass das Touchpad eventuell ein Fünkchen überarbeitet werden würde. Wir brauchen auf jeden Fall auch eine bessere Webcam. Hatte ja gesagt, wenn man das im Stream mal eben in der Ecke hat oder bei einem Skype-Call oder so, benutzt man überhaupt noch Skype? Ich meine Zoom. Könnte man besser machen, sage ich dir ganz ehrlich. Und weil der Laptop eh ein bisschen größer ist, würde ich mir vielleicht auch noch wünschen, dass wir da so 2, 3 USB-Ports mehr dran haben. Irgendwie vorne an der Ecke oder sowas. Ich meine, da ist ja nichts. Der Laptop ist eh dick, also warum macht man nicht das? Ich bin aber ansonsten sehr zufrieden damit. Bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Ich schaue mir das gleich nochmal an. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es Fragen gibt, lasst es mich gerne wissen. Ich denke, irgendjemand von Lenovo wird auch mit dabei sitzen hier bei dem Video oder von Intel und vielleicht da auch Fragen beantworten. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.